Brauchen, ne? Jo. Oh, das ist genau auf der anderen Seite. Ich war gar nicht auf der Insel, in dieser Mitte. In der Mitte. Ist mir gerade so. Fällt mir gerade so ein. Ruckel. Boah, so labyrinthartig hier. Ist unglaublich. Ich finde mich kaum zurecht. Warte mal, die Karte. Muss mal kurz nochmal angucken. Ja, doch, einen extrem schlechten Zoom-Faktor, muss man ganz ehrlich sagen. Wo könnte denn das sein? Also, das kann eigentlich nur da oben sein, wo ich gerade schon geschippt habe. Übersehe ich hier was? Da frage ich mich, was da rechts sein soll. Das sieht ja irgendwie sehr nach dem Gebäude aus. Sieht es da einfach nicht. Ach, warte mal. Na klar. Ich hab's gefunden. War auf der falschen Seite. Das ist, das sind diese Dinger da. Da oben. Diese Treppen sind das. Die Säulen davon. Ich glaube, die Karte hat eine leichte Perspektive, weil wenn man das direkt von der Oberansicht sehen würde, dann würde man ja die Säulen nicht sehen. Aber es sind ja diese da. Also liegt unsere verstorbene Freundin liegt exakt hier. Was? Schlechtes Gedächtnis, würde ich sagen. Exakt hier. Haha, Schatz gefunden. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du so weit gekommen bist. Hallo. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich muss Viktor treffen. Deine Macht ist gewachsen. Aber es gibt noch immer einige Geheimnisse, die gelöst werden müssen. Du brauchst mehr Verbündete. Viel mehr und viel stärkere, bevor du den verfluchten Thronsaal betrittst. Och, der Schlüssel zur Zerstörung des Palastes ist der machtbesessene Stadtrat. Aber wie gesagt, du brauchst Unterstützung an deiner Seite. Ach, nö, ich stelle jetzt sicher, dass dich niemand beobachtet. Dann komm in mein Zimmer. Ich habe etwas für dich, das den Stein ins Rollen bringen könnte. Etwas, das ich in den Gärten gefunden habe. Alter, sag mal, Leute, habt ihr irgendwie alle irgendwie ein Aufmerksamkeitsproblem? Ja, ich weiß, wo Lioras Zimmer ist. Ich war da schon. Och, er auch noch. Nicht euer Ernst. Achso, ich habe noch meine Laterne dabei. Ja, also irgendwie verlieren die ja alle ihr Zeug in den Gärten. Also die einen verlieren hier magische Amulette, die anderen Leute verlieren ihr Leben. Dann verlieren die, dann verscharren die einfach um welche Leichen. Ist ja nicht so, dass das ein Grund hat, warum man... Nee. Also. Wirklich. Ist ja, ist mir unbegreiflich. Hat sich denn zwischen der Storyschreiber dabei gedacht, hier wirklich alles in diesem verdammten Garten zu verbullen? Also mal, jetzt mal echt. Jetzt hätte man auch, Da fällt leider gerade ein, dass ich brenne ja auch ein bisschen auf Venedica fertig zu werden. Ich habe schon das nächste Spiel in einer Pipeline. Und zwar Divinity. Wie heißt das eigentlich richtig? Divinity Ego Draconis. Ist eigentlich Divinity 2, aber nein. Das will ich jetzt schon länger spielen. Jetzt bin ich ja doch hier oben. Nein, gehe ich jetzt zu Leora. Ich wollte ja nicht runter, aber ich habe gerade den Ausgang nicht gefunden. So wie zum Thema ist ja ein schwaches Labyrinth. Ich möchte lange mit Venedica fertig werden. Das zieht sich ewig. Ich will nicht mal ein fertiges Projekt haben, endlich, wo ich zurückschauen kann, wo ich dann sagen kann, jawohl, ich habe das und das erledigt. So, mir wird übrigens jetzt gleich Leon wahrscheinlich fies in den Rücken fallen. Den darf ich gleich nochmal das Messer in den Kopf hauen und dann ist vorbei hier. Da wird jetzt der geheime nächste Endboss, jetzt sehe ich doch kommen. Und der hat mittlerweile seine eigene kleine Plastrevolte gemacht. Also wenn ich daran denke, dass der mir noch vor 5, 6 Stunden, obwohl die sagen, ist gar nicht mehr her, ich habe da die... vor 3 Stunden noch erzählt hat, dass er doch gerne bitte... Bin ich jetzt gerade an die Ohrzimmer vorbeigelaufen, nicht Trottel? Ne, bin ich nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber ich, doch, es ist es. Ich hatte nämlich diese andere Tür in Erinnerung. Die da. Ach, jetzt ist es offen. Oh, ich habe einen Schlüssel. Das ist doch eine Falle. Das ist doch nicht Liora. Das sehe ich doch. Ich. Ist das eine einfache Truhe? Praktisch. Die Verschwörung. Wie Viktor vorhergesagt hat. Wir bringen dich. Scarlett? Du? Wie konntest du das tun? Verdammt, ich bin Du arbeitest für Viktor? Natürlich, Schwester.
Verstehst du denn überhaupt nichts? Er ist der Einzige, der die Dinge wirklich verändern kann. Er ist der Einzige, der wirklich Macht hat. Als unsere Gilde am Hafen so jämmerlich versagt hat, wusste ich, dass sie mich nicht weiterbringen würde. Diese Stadt, diese ganze Welt ist bis aufs Innerste verrottet. Wir brauchen einen neuen Anfang. Wir müssen neu beginnen, rein Tisch machen und alles neu schaffen. Aber diesmal mit Regeln, guten Regeln, mit Herren, Arbeitern, Sklaven. Ein jeder an seinem angestammten Platz. Eine Welt, wie sie schon immer sein sollte. Leon, das sind nicht deine Worte. Doch, das sind alles meine Worte. Siehst du es nicht? Endlich kann ich jemand sein. Und meine Kräfte einsetzen, um Victor zu helfen, etwas zu bewegen. Etwas Unfassbares. Das Antlitz der Welt umformen. Das ist genug. Du bist es, der blind ist und der nichts versteht. Seine Pläne sind ganz auf seinen Erfolg ausgerichtet. Nur auf ihn. Es wird keine bessere Welt sein. Es wird nur allein Victors Welt sein. Jeder, der sich mit diesem Mann einlässt, ist dem Untergang geweiht. Du weißt nicht, wovon du redest, Frau. Victor hat mir alles über dich und deine Tricks erzählt. Ich weiß mehr, als du dir je vorstellen kannst. Auch ich wollte einmal die Welt verbessern. Und ich dachte auch, meine Freunde wären zu schwach und fürchtete, sie könnten sterben, wenn ich nicht die Seiten wechselte. Also betrog ich sie, um sie zu retten. Es war der schwerste Fehler meines Lebens. Ich lieferte sie Victor aus, der sie ohne nachzudenken tötete. Alle, ohne Ausnahme. Das würde er nie tun, er... Von diesem Tag an entschied ich mich, sein Sklave zu sein, um für meine Sünden zu büßen. Siehst du es nicht? Deine Freunde erwartet keine Welt, sondern nur der Tod. Willst du den Tod deiner Halbschwester? Ihr seid Verräter und Verräter müssen bestraft werden. Tod und Zerstörung. Hat Victor davon auch erzählt? Und welchen Posten hat er dir in seiner neuen Ordnung versprochen? Hör auf! Scarlett hat mir gezeigt, dass eine Hinwendung zur falschen Seite niemals eine Lösung sein kann. Und dass man immer eine Chance hat, das Richtige zu tun. Nein, ich... Ich habe einst meine Wahl getroffen. Aber heute entscheide ich mich anders. Für Scarlett und für deine mitleiderregende Seele werde ich diese Zustände beenden. Fordere mich heraus, wenn du es wagst. Ja, so lange irgendwie in den Ärmel sind übrigens total super. Und ich muss kurz gucken, ob ich habe irgendwie einen Quicksave oder so einen Scheiß. Ah, es gibt einen Autosave, sehr gut. Ich lade das mal eben. Weil ich kann ja mit ihr quatschen. Danach muss ich den ganzen Dialog nochmal durchklicken. Das wird mir richtig Spaß machen. Ja, sehr gut. Ich kann das nochmal laden. So, jetzt nochmal mit Leora quatschen. Nochmal gucken, ob es hier nicht noch was anderes gibt. Ja, zum Baden. Und was ist das hier für eine... So, ich hoffe, ich kann den Dialog so gut wegklicken. Schau in die Kiste hinein. Fuck. Okay, das war total umsonst, das abzubrechen. Ja. Steinfragment schon, hätten wir mal Flügelkopf und Dings. So, jetzt hier, bla bla bla. Kann ich das nicht irgendwie? Nein, kann ich nicht. Nein, das war nicht so, wollte das nicht. Ey, verdammt, das. Ha. So, ich hau jetzt einfach alle per AOE und dann ist es gut hier. Hä? Wo sind die jetzt schon wieder hin? Ach, sie ist schon tot. Oh Gott. Muss ich sie erst wiederbeleben? Oh, das ist ja seltsam. Die Toten... Ach so, ich weiß schon, was meine ultimative Fähigkeit da ist. Wo ist das Gute? Ja, kommt mal her, Freunde. Wo ist denn jetzt eigentlich hier... Oh, was? Die halten nicht mal zwei Schlag aus? Das ist ja schwach. Dann überlebt ihr das hier wahrscheinlich auch nicht, wa? Ja, machen wir es richtig. Und nochmal den hier hinterher gesetzt. Auf. Starke Vorstellung, Männer. Starke Vorstellung, muss ich sagen. So, Leora hat es entschärft. Oh Mann, Handy ist ja gut. Ja, 10% Akku. Ist gut. Es überlebt, glaube ich, das Ende des Let's Plays nicht mehr. Nee. Ja. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was mit ihr passiert ist. Kann ich hier wissen, schlafen? Auch nicht. Warum sollte man eigentlich sein Bett in der Mitte des Raums haben? Das widerspricht doch dem männlichen Instinkt. Ich hätte da Probleme mit. Ich kann nur einschlafen, wenn ich eine Watte in meinen Rücken beiß. Wie in der Höhle. Ja, Gut, wofür wir jetzt Leon den alten Verräter, Profi?
Naja, okay, gut. Sei es drum. Oh, warte mal, eine Vase. Vielleicht komme ich da jetzt wieder ran. Och, nein. Gut, dass da Gold drin liegt. Ne, kommen wir nicht ran. Fail. Da waren die Entwickler wieder zu sparsam mit den Kollisions... Oh, warte mal. Ach so, da waren nur die Wachen lang. Das sind jetzt übrigens, wie viele Marodeure, die ich mittlerweile umgebracht habe? 7. Also die offiziell waren. Davor habe ich ja schon welche nachts umgehauen, aber das, die zählen ja nicht. Oder wo ist denn jetzt der verdammte Kerk? Moment, kurz Peilung. Achso, hier gibt es ja keine lokale Karte. Gut, anscheinend gibt es hier generell... Achso, so groß ist der... Ja, alles klar. Arsenalbezirk. Achso, die Haupttür. Ich bin natürlich auf den, im richtigen Flur. Alles ist schön. Das heißt, ich bin ja leicht da. Ich bräuchte mir noch so ein Schild, wo ich hinlaufe. Genau, das brauche ich. Was ich sagen wollte, ich brauche einen Palastkerker. Ich muss vielleicht den Kopf vorher nochmal im Inventar angucken, den ich da ausgebuddelt habe. Ja, aber übrigens klar, dass Leon der absolute Verräter wird. Ich hätte ihn gleich am Anfang sterben lassen sollen. Ich weiß zwar gar nicht, gegen was er da gekämpft hat, ob ich ihn geholfen habe, aber ich hätte ihn sterben lassen sollen. Das war mir von Anfang an klar. So, hier, guck mal, vermoderter Schädel. Ein ekliger, ein weiblicher Schädel, gefordert von einem toten Kerkermeister. Von mir aus. Vielleicht sieht er ja irgendwie gut aus. Naja, Story-Twist ohne Ende hier. Verrat und so, ne? Habe ich das weiter? Was? Hier, wo ich das angekündigt habe, dass ich darauf nur noch warte, bis der Verräter um die Ecke kommt? Oder ist das schon geschehen? Ach stimmt, Leon hat mich ja schon mal verraten. Insofern ist das jetzt ja nicht so schwerwiegend. Der machtgeile Typ. Da geht er richtig drauf ab. Geht richtig steil. Wenn der Macht kriegt, dann so, da regt sich einiges bei dem Typen. Ja, ekelhaft, regt sowas. Also, hier gerade, Skala kann das sowas ja nie passieren. Hallo, Kerkermeister! Nein, ja, fick dich hier. Was von deiner Freundin übrig war. Hab Dank, hab Dank. Hier sind die Schlüssel. Was, du? Von allen Geistern, die ich treffen könnte, ausgerechnet du? Liebling. Was meinst du mit Liebling? Ich bin ziemlich sicher, dass du es warst, der meinem Leben so plötzlich ein Ende gesetzt hat. Du konntest es nicht ertragen, dass ich dich verlassen wollte. Aber jetzt sind wir doch wieder zusammen und das ist doch alles, was zählt. Oder, Liebling? Das ist mein schlimmster Albtraum. Und jetzt wird es deiner werden. Was meinst du denn damit? Wenn wir wollen, dann können wir Frauen euch das Leben zur Hölle machen. Aber ich werde das sogar nach deinem Tod tun. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Oh. Oh. Naja. Trottel. Ja. Passt aber zur Mentalität eines Folterers. Also die ganzen Leute, die immer in irgendwelchen Unrechtsregimen immer die Leute bespitzeln oder irgendwelche Geheimpolizisten, die, da frage ich mich jedes Mal, was sind das für Leute, die das machen? Ja, Junge, vielleicht. Du hast den Schlüssel. Das ist unsere letzte Chance. Du musst den nutzlosen Stadtrat hinwegfegen. Wir verstecken uns hier unten und erwarten dein Signal. Ich könnte euch auch ein paar Waffen geben. Ist ja nicht so, dass ich davon nicht noch ein paar hab. So, übrigens hier... Ach, toter Stadtrat, Mensch. Oh. Du kannst mit mir reden? Doch, doch. Kannst du vielleicht das Geheimnis klären, warum ich immer noch hier bin, unten in der Dunkelheit, seit all diesen Jahren? Ja, wer bist du denn? Wer bist du? Was ich bin, kann ich dir nicht sagen. Aber wer ich gewesen bin. Ich war einmal ein ehrenwertes Mitglied im Stadtrat. Meine Hammer. Stadt. Oh, wie ich sie geliebt habe. Wie wir sie alle verehrten. Eine stolze Stadt. Stark und frei. Ihre Türme glitzerten in der Morgensonne und reflektierten noch den letzten Lichtstrahl. Gewaltige Schiffe liefen auf großer Mission in die ganze weite Welt aus. Und wir, der Wir haben Lieder gesungen, die die Vorzüge der Stadt priesen, wie uns selbst. Ja, ja, heruntergewirtschaftet. Venedig ist heruntergewirtschaftet und der Stadtrat ist korrupt bis auf die Knochen. Was sagst du? Nein, das Volk würde nie einen fehlgeleiteten Rat unterstützen. Er ist das Herz dieser Stadt. Er muss immerzu ehrlich und aufrichtig sein. Es gibt keine Freiheit mehr, wie überall.
Also relativ. Die Freiheit, von der du sprichst, existiert nicht mehr. Ich kann nicht glauben, was du mir erzählst. Es ist gegen alles, wofür Venedig immer gestanden hat. Ich brauche von dir einen Beweis. Zu meiner Zeit gab es ein Zimmer in der Nähe der Ratskammer. In einem Bücherregal ist ein winziges Loch, durch das die Wissenden den Worten des Rats lauschen konnten, wenn sie allein waren. Geh dorthin und hör zu. Und dann berichte mir, was du erfahren hast. Wenn du mir einen Beweis bieten kannst, dass der Rat der Stadt schadet, dann wird mein Zorn grenzenlos sein.